Kaviar kann ab 4 Portionen ca. 2135 kJ, 510 Kal, ein Becher süße Sahne, 200 Gramm, 50 Gramm deutscher Kaviar, etwas Zitronensaft, 8 kleine, längliche Cocktailbrötchen, 8 Scheiben Kaviarbrot, rundes Stangenweißbrot, beim Bäcker vorbestellen, 40 Gramm gesalzene Butter, 75 Gramm dunkler Forellenkaviar, 75 Gramm heller Forellenkaviar oder Lachskaviar, 1/2 hartgekochtes Ei, eine kleine rote Zwiebel, a Zitrone. Die Sahne steif schlagen und mit dem deutschen Kaviar vermischen. Mit Zitronensaft abschmecken und in einen Spritzbeutel mit kleiner Lochfülle füllen. Die Brötchen der Länge nach halbieren und die Kaviarsahne darauf spritzen. Die Brotscheiben toasten, abkühlen lassen und mit Butter bestreichen. 4 Scheiben mit dunklem und 4 Scheiben mit hellem Kaviar bedecken. Das Ei hacken, die Zwiebel in Ringe schneiden. Die Toastbrote mit dem hellen Kaviar mit Zwiebelringen und Ei garnieren. Die Zitrone in dünne Scheiben schneiden, diese vierteln, den dunklen Kaviar damit verzieren. Die Brötchen und Brotscheiben auf einer Platte anrichten und rasch servieren. Dazu trockenen Sekt oder Champagner oder eiskalten Wodka reichen. Canapés sind kleine, dünne Schnittchen aus Weiß- oder Schwarzbrot, die als Appetitanreger serviert werden. Der Belag ist immer besonders pikant und richtet sich stets nach dem Getränk, das serviert wird. Zum Sekt oder Champagner reicht Manzett. Canapés mit Kaviar, zu trockenem Sherry kann es ein Belag aus luftgetrockneter Salami oder feinem Schinken sein, zu einem trockenen Weißwein serviert man Canapés mit Gänseleberparfait, Räucherlachs, frischen oder geräucherten Austern aus der Dose. Geflügelkraftbrühe Adelina Patty, 4 Portionen ca. 2245 kJ, 535 kal, mit frischem Stangenweißbrot oder zartem Blätterteiggebäck servieren. Tipp: Das Bouladenfleisch kann als Püree zu Klößchen für eine andere Suppe verarbeitet werden oder in Würfel geschnitten als Einlage für einen Gemüseeintopf dienen. Eine Boulade von ca. 1200 Gramm, eine kleine Zwiebel, eine Möhre, 1/4 Sellerieknolle, ca. 125 Gramm. 30 Gramm Butterschmalz, 1721 Wasser, Salz, 10 schwarze Pfefferkörner, 2 Eier, 2 Essig. Cremefreiche, 1 Essig gehackte Petersilie oder gehackter Kerbel, geriebene Muskatnuss, weißer Pfeffer aus der Mühle, Butter zum Einfetten, 250 Gramm junge Karotten oder Möhren, 1 PCKG. TK-Erbsen, 150 Gramm, Worcestersauce. Bouladenfleisch von den Knochen ablösen, jedoch in großen Stücken lassen. Zwiebel, Möhre, Sellerie schälen und grob würfeln. Butterschmalz in einem großen Topf erhitzen, das zuvor mit der Geflügelschirre zerkleinerte Bouladengerippe und das Gemüse darin unterrühren braun anbraten. Das Fleisch zufügen und eben vorbenehmen lassen. Dann das Wasser aufgießen, einmal sprudelnd aufkochen lassen und abschäumen. Salz und Pfefferkörner zufügen. Den Topf schließen und die Poularde bei ganz milder Hitze 90 Minuten eben unter dem Siedepunkt ziehen lassen. Die Eier mit Cremefreiche, Petersilie oder Kerbel verrühren. Mit Salz, Muskatnuss und Pfeffer abschmecken. Eine kleine Soufflöffel mit Butter gründlich einfetten, die Eimasse hineingeben und im Wasserbad in etwa 25 Minuten stocken lassen. Nebenher die Karotten oder Möhren schaben oder schälen und mit einem kleinen Kugelausstecher in Kügelchen ausstechen. Von der Brühe AL abnehmen, durch ein H-Sieb gießen und die Karottenkugeln darin in 10 Minuten garen. Nach 2 Minuten die unaufgetauten Erbsen dazugeben. Gerippe und Fleisch aus der Brühe nehmen und beiseite stellen, es wird für diese Suppe nicht weiter verwendet. Die Bouillon durch ein Sieb streichen, dann nochmal durch ein H-Sieb gießen. Im offenen Topf um 1/3 reduzieren. Mit Salz und Worcestersauce abschmecken. Den Eierstich stürzen, in sehr kleine Würfel schneiden und mit Karottenkugeln und Erbsen gleichmäßig in Suppentassen verteilen. Die HSSE-Bouillon darüber geben.
Andalusische Rahmsuppe, Creme el Andaluse, 4 Portionen ca. 1235 kJ, 295 kcal, 150 Gramm kleine Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, 40 Gramm Butter, 750 Gramm vollreife Tomaten, 40 Gramm Reismehl, ersatzweise feines Weizenmehl, 11-4i kräftige Fleischbouillon, 35 Gramm Langkornreis, eine große rote Paprikaschote, ein kleiner Becher süße Sahne, 100 Gramm Salz, weißer Pfeffer aus der Mühle, einige Blättchen Basilikum. Zwiebeln und Knoblauchzehe schälen und hakeln. In 25 Gramm Butter glasig werden lassen. Von den Tomaten 2 Stück beiseite legen, die übrigen waschen, vierteln, von den grünen Stängelansätzen befreien und zu den Zwiebeln geben. Unterrühren, kurz andünsten, dann mit dem Reismehl überstäuben. Mehl glasig werden lassen und ein Bouillon zugießen. Zugedeckt 30 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit den Reis in der restlichen Brühe ausquellen lassen. Die Paprikaschote halbieren, von Samensträngen und Stängelansatz befreien, waschen, abtrocknen und quer in hauchdünne Streifen, Juline, schneiden. In der restlichen Butter bei nicht zu starker Hitze halbweich dünsten. Die restlichen Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten, vierteln und entkernen. Das Fruchtfleisch in dünne Streifchen schneiden. Die Suppe durch ein Sieb streichen, mit dem Reis vermischen und die Sahne unterziehen. Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken. Noch einmal bis kurz vorm Kochen erhitzen, dann in Suppentassen oder eine Terrine füllen und mit Julienne von Paprika und Tomaten garnieren. Nach Belieben noch einige Basilikumblättchen auf die Suppe geben. Dazu frisches Stangenweißbrot oder Käseblätterteigstangen reichen. Frühlingssalat mit Erdbeeren und kandierten Walnüssen, für 4 Personen, 115 Gramm Walnüsse, 2 L Balsamico Essig, 2 L Butter, 60 ml Walnussöl, 1 Tl Salz, Z. B. von La Tourangelle, 1-2 Tl Paprikapulver, 1 Tl Salz, 1-2 Tl Kreuzkümmel, 4 Handvoll gemischter Salat, 1-2 Tl Koriander, eine kleine Schalotte gehackt, 1 Tl Honig, 400 Gramm frische Erdbeeren, in 1 Tl Dijon-Senfscheiben geschnitten. 30 ml Himbeeressig, 250 Gramm Ricotta-Käse. 4 Die ersten hierzulande gereiften Erdbeeren finden in diesen Tagen den Weg in die Theken der Obsthändler. Schon pur ein wahres Festessen. Aber auch im gemischten Salat schmecken sie herrlich. So wird der Frühlingssalat zubereitet, die Butter in einer Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen lassen. Kreuzkümmel, Koriander, Paprika und Salz hinzufügen. Dann Walnüsse zugeben und anrösten. Senf, Essig und Walnussöl mit Salz und Honig in einer Schale verrühren. Gehackte Schalotte hinzufügen. Nun den Salat in einer großen Schüssel mit dem Dressing mischen. Mit Ricotta-Käse, kandierten Walnüssen und Erdbeeren garnieren und servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten. 3 Teresa Fröhlich. Soße Alesine, alesische Soße, 4 Portionen ca. 1385 kJ, 330 kcal, 250 Gramm reife, aber schnittfeste Tomaten, 10 Gramm Butter, ein Rezept Soße B6 Arneise, siehe Seite 120. 3 Sardellenfilets aus dem Glas, 1 Esslöffel. Tomatenpüree. Die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten, vierteln, entkernen und von den grünen Stängelansätzen befreien. Das Fruchtfleisch nicht zu fein hacken. Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen, Tomatenwürfel hineingeben und bei ganz schwacher Hitze langsam weichdünsten, das heißt schmelzen lassen. In der Zwischenzeit die Soße Bolognese zubereiten. Die Sardellenfilets unter fließendem Wasser gründlich abspülen, mit Haushaltspapier trocken tupfen und feinhacken. Zusammen mit dem Tomatenpüree unter die Soße ziehen. Die geschmolzenen Tomatenwürfelchen darüber verteilen und die Soße servieren. Soße Alesine schmeckt zu pochierten Fischen aller Art, zu hellen Braten und zu gebratenen Geflügelteilen. Man kann sie aber auch zu kaltem Braten oder in fett ausgebackenen panierten Champignons oder anderen Gemüsen reichen.
Gloucester Sauce 4 Portionen ca. 1185 kJ, 285 kcal, 1-2 kleine Fenchelknolle mit Grün, ein Grundrezept Mayonnaise, siehe Seite 122, 1 d. Löwensenf, 3 Esslöffel. Cremefreiche, Worcester Sauce. Fenchelknolle putzen, das Grün abschneiden, abspülen und nicht zu fein hacken. Die Fenchelknolle sehr fein hacken. Die Mayonnaise zubereiten, mit Senf und Cremefreiche verrühren und sehr pikant mit Worcestersauce abschmecken. Unmittelbar vor dem Servieren den gehackten Fenchel untermischen und die Soße mit Fenchelgrün bestreuen. Gloucestersauce schmeckt besonders gut zu pochiertem Fisch wie Kabeljau, Schellfisch oder Dorsch. Man kann sie aber auch zu kaltem Braten, Rostbeef und Bratensalze servieren. Gemischte Suppe Suppengrün putzen, waschen, grob würfeln. Huhn waschen. In 4 Liter kaltes Wasser geben, Lorbeer, 2 bis 3 TL Salz und Pfefferkörner zufügen. Aufkochen, ca. 2 Stunden köcheln lassen 250 ml Wasser, Butter, etwas Salz, Pfeffer und Muskat aufkochen. Grieß zugeben, so lange rühren, bis sich die Masse vorn Topfboden löst. Masse in eine Schüssel geben und ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Eier nacheinander unterrühren 3 Klößchen aus der Grießmasse ab, stechen und in heißes Salzwasser bänden. Kurz aufkochen und bei SCHVH-Hitze 10 bis 15 Minuten gar ziehen lassen. Klößchen herausnehmen. Restliches Gemüse waschen, putzen, klein schneiden. Huhn aus der Brühe nehme das Fleisch klein schneiden. Brühe durch Sieben 3 Liter Brühe ABM sehen und erhitzen 6 Gemüse in die Suppe geben u ca. 7 Minuten köcheln. Fleisch und Klößchen in der Suppe erhitzt salzen und pfeffern. Kresselsuppe für 4 Personen für die Nocken. 250 Gramm Ziegenfrischkäse mittlerer Punkt, 65 Gramm Grieß mittlerer Punkt, ein Ei mittlerer Punkt, ein Päckchen TK Petersilie, 25 Gramm mittlerer Punkt, Salz mittlerer Punkt, Pfeffer für die Suppe. 2 Stangen Porree mittlerer Punkt, 150 Gramm Kartoffeln mittlerer Punkt, 2 Buntbrunnenkresse mittlerer Punkt, 2 Elbutter mittlerer Punkt, 800 ml Gemüsefond mittlerer Punkt, 1 Becher Schlagsahne Frischkäse mit Grieß, Ei, Petersilie, Salz und Pfeffer verrühren 1 Stunde stehen lassen. Von der Masse mit 2 Teelöffeln 20 Nocken abstechen. In siedendem Salzwasser 10 Minuten ziehen lassen. Porree putzen, waschen und klein schneiden. Die Kartoffeln schälen, waschen und würfeln. Kressel putzen, waschen, abtropfen lassen. Porree im heißen Fett andünsten, Kartoffeln und Brühe zugeben und 20 Minuten garen. Kressel zugeben, 2 Minuten mit garen. Suppe pürieren, salzen und pfeffern. Sahne steif schlagen, unterheben. Nocken in die Suppe geben. Orangen. Ilona CC 4 Portionen ca. 1615 kJ, 385 kcal, 4 große Orangen, 4 cl Orangenlikör, Cointreau, Grand Marnier, 6 Esslöffel. Aprikosenmarmelade, 3 Esslöffel. Rum, 4 Ingwerpflaumen, 1-2 Becher süße Sahne, 100 Gramm, 4 Haushaltspackung Schokoladeneis, 125 ml. Orangen unter fließendem lauwarmen Wasser gründlich abbürsten, abtrocknen und oben einen Deckel abschneiden. Das Fruchtfleisch mit einem scharfen Messer und einem Löffel auslösen, in kleine Würfel schneiden, dabei möglichst viel von den dünnen Häutchen entfernen. Das Fruchtfleisch mit Orangenlikör vermischen und für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Aprikosenmarmelade langsam erwärmen, dabei ständig rühren, damit sie ganz glatt wird. Mit dem Rummischen und ebenfalls in den Kühlschrank stellen. Die Ingwerpflaumen ganz fein hacken. Die Sahne steif schlagen und in einen Spritzbeutel mit Sterntele füllen. Das Orangenfruchtfleisch mit der Aprikosenmarmelade vermischen und in die Orangen füllen, darüber das Schokoladeneis geben und mit dem Ingwer bestreuen. Die Orangen mit jeweils einer dicken Sahne-Rosette garnieren und rasch servieren. Dazu kleine Hohlhippen oder Zigarettes Russes, fertig gekaufte Keksröllchen, reichen.
Bayerische Creme mit Himbeermark 4 Portionen ca. 1935 kJ, 460 kcal, 1/21 Milch, eine Vanilleschote, 6 Blatt weiße Gelatine, 4 Eigelb, 100 Gramm Zucker, 1 Becher süße Sahne, 200 g, 400 Gramm frische oder aufgetaute TK-Himbeeren, 1 Päckchen Vanillezucker, einige Tropfen Orangenextrakt oder 2 cl Orangenlikör, Cointreau, Grand Marnier. Die Milch mit der aufgeschnittenen Vanilleschote und dem ausgeschabten Vanillemark zum Kochen bringen. Gelatine zusammengerollt in kaltem Wasser einweichen. Eigelb mit Zucker dick schaumig aufschlagen und die kochende Milch, aus der die Schote entfernt wurde, in dünnem Strahl einlaufen lassen und unterrühren. Die Gelatine ausdrücken und in die Creme geben. Unterrühren auflösen. Eine große Schüssel mit Eiswürfeln füllen und eine kleinere Schüssel, möglichst aus Edelstahl, darauf stellen. Die Grundcreme durch ein Haarsieb in die Schüssel gießen, dabei mit einem Schneebesen ständig langsam rühren, keineswegs schlagen, damit die Creme nicht schaumig wird. Sobald die Creme ganz leicht anzuziehen, DH-fest zu werden beginnt, die Schüssel aus dem Eisbett heben. Die Sahne steif schlagen und locker, aber gründlich unter die Grundcreme ziehen. Die Creme in kalt ausgespülte Portionsförmchen gießen. Die Formen nach dem Einfüllen einige Male auf eine dicke Tuchunterlage aufstoßen, damit eventuell vorhandene Luftblasen entweichen. Die Formen in den Kühlschrank stellen und die Creme in 2 bis 3 Stunden fest werden lassen. Kurz vor dem Servieren die Himbeeren im Mixer pürieren, dabei dem Vanillezucker einrieseln lassen. Das Püree mit Orangenextrakt oder Oran-Likör parfümieren und locker durch ein Haarsieb streichen, damit die winzigen Kerne zurückbleiben. Die Förmchen ganz kurz in heißes Wasser tauchen und die Creme auf Portionssteller stürzen. Mit dem Himbeermark umgossen sofort servieren. Dazu zartes Mandelgebäck und ein Glas kühlen, lieblichen Sekt reichen.